Ne Pings, Pipapo. Die Polizei der Chelsea, ich spreche mit der Schöpfer. Schönen guten Tag. Ja, hier ist der Graf von Amart. Der Hallo Graf, wie geht's Ihnen? Ja, ich bin so in der Zelle, ich wurde verhaftet. Meine Kollegen bräuchten bitte etwas zu essen. Was zu essen? Was darf's denn sein? Ja, richtig. Ja, meine Untertanen speisen gerne Buttermilch und Müsliriegel. Welche Müsliriegel? Apfelzimt. Welche? Bananenschoko. Nils, Apfelzimt, Schoko. Was willst du denn? Erdbeer. Vanille will er. Vanille. Mhm. Und Erdbeer will er. Alles klar, bringe ich ihn runter. Ja, dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ja, ich bin halt so richtig Trolllaune. So. Weil er hat seine Auflagen. Er bräuchte auch jemand, der so gerne so einen Trollkopf, Alter, ohne Mist. So richtig reintrollen könnte. Und die Leute so auf die Schippe nehmen, ohne Mist. Der kriegt die Bock. Ja, ich brauche noch einen Namen von. Festgenommen. Den haben sie freilaufen lassen. Ach, der darf frei rumlaufen. Nachher reinlegen und durfte gehen. Er hat eine 50er und einen Kofferraum gelegt und dann hat auf uns geschossen und er darf gehen. Da alles klar. Ja, ja, jetzt verstehe ich die Rechtsmäßigkeit hier am Start. Der mit Waffe ist immer der Ehrliche. Wunderschönen guten Tag. Ja, oh, einen wunderschönen. So, Sie essen gerne Müsli-Riegel. Ja, mit Vanille, wenn es geht. Selbstverständlich. Oder ich habe jetzt hier 4 Müsli-Riegel, 2 mit Erdbeer, 2 mit Vanille. Oh, das ist nicht. Oh, das ist ja. Oh, das der ist ja. Will auch einen besser wie bei uns im Hotel hier. Ja, vielleicht sehen Sie mal, ne? Sie möchten auch was? Ja, der Graf will gern speisen. Okay. Brauchen Sie auch was zu trinken? 22 von der 27. Ja, natürlich, mein Untertan. Und 6. Ein Untertan? Vielen, vielen Dank. Haben Sie echt? Ja, ich bin hier Untertaner? Ja, solange ich den Hut an habe, bin ich der Graf. Kann ich den ja mal kurz. Also, ich bin echt. Du sollst dich einmal in dein Leben benehmen. Also, ich bin echt kein aggressiver Polizist, aber ich könnte ja auch frech sein und ihn den einfach von den Kopf hauen. Nein, bitte nicht, das ist alles, was ich habe. Dann ist der Graf gefallen. Nein, die können sie nicht machen, ich lese sie an. Der gnädige Polizist, haben Sie vielleicht auch zu diesem leckeren Vanille-Müsli-Riegel vielleicht eine Milch oder ja, so? Ja, welche oder? Hätten Sie denn gerne? Es gab Erdbeer, Vanille, Erdbeer. Schoko. Ja, zu dem Vanille-Müsriegel passt auch eine Vanille-Milch wahrscheinlich. Ziemlich gut. Richtung dann bitte schon. Wegen dem Ach, ich danke Ihnen. Ach, Sie sind so herzlich hier. Das ist, ja. Kennt man gar nicht. Ja, das glaubt man nicht. Ne? Also bin wie eine Vaterfigur für die ganzen Gefangenen hier. Also wenn die Übernachtungen hier nicht so teuer werden, dann wird ich sofort ins mein Hotel auschecken und hier einziehen. Aber ist schwierig. Ja, gut. Das kann ich leider so erstmal, ne? Es hat nur immer jeder einmal die Gelegenheit, hier zu speisen und zu nichtigen. Wollen Sie dich kündigen und für den Grafen von Amart arbeiten? Nee, tut mir leid, nee, das ist mir... Firma Wasserhahn sucht noch Kollegen. Ne, also niedrige Arbeiten verrichte ich leider nicht, tut mir leid. Also, Sie würden sich gut tun als Butler. Ja? Als Butler, ja. Halt die Schnauze, Momo. Ja, was denn? Ein Butler hat ja auch immer so einen Stock, ne, damit ich sie wachpieken kann. Nee. Nicht? Das ist immer, der Graf verzichtet auf. Was? Also braucht der Graf keinen Butler? Nein, der braucht anscheinend keinen. Okay. Er hat sich's gerade anders überlegt. Na gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, okay. So, meine Untertanen speiset und tränket. Oh ja. Ein Typ, Alter, der Kollege. Ah, finde ich gut. Ja, sind doch die Fürsten. Der sieht das mit Humor, das EP. Hammerhart, du musst nicht gleich das ganze PD zusammenbrüllen. Finde ich gut. Finde ich lustig. Ich bin der Graf. Der Graf am Stage. Ich kann ihnen einen Tipp geben, wenn sie den Hut wegnehmen, dann ist er kein Graf mehr. Aha. Es ist lustig. Also, er nimmt das mit Humor, das RP, und das finde ich gut so. So, klar, es gehört auch immer eine gewisse Ernsthaftigkeit zum gewissen RP. Aber ich finde bei sowas so, da sollte man halt auch mal Spaß machen. So, und das. Ja, das finde ich lustig. So, viele sind ja angepisst, wenn die in der Zelle sitzen so, und der macht sich halt einen Spaß draus. Ja, finde ich gut. Finde ich lustig. Ist man auch gerne, sitzt man auch gerne hier im PD. Ja, und bespaßt die. Ja, weil die das halt auch mit Spaß nehmen halt so. Ja, finde ich halt cool.